Wir sind zurück in neuer Frische mit neuen Helden, glaube ich. Wir haben nämlich Menghu freigeschaltet, glaube ich. Ja, da, genau. Menghu, sag ich ja. Und seine komische Partnerin. Und leider müssen wir Ding Feng auch loswerden, obwohl der so schön reingehauen hat. Und lösen ihn gleich ab mit einem weiteren Wu. Also das sind jetzt nicht die Wu-Girls. So gesehen sind es Wu-Girls. Aber nicht so, wie man sie kennt. Hahaha. Hahaha. Ha, ha, ha. Starte immer mit einem Witz. Hehe. Oh Gott. Ja, und es geht einfach weiter mit Battle of Mount Dingjun. Da sind wir wohl hinter Kiyomori Taira her. Der alte Sack, genau der. Der wurde auf Anegawa besiegt. Da haben sie die Zeremonie von ihm unterbrochen, aber ihn selbst besiegt haben sie noch nicht. Und dank Susi haben wir ihn schnell wieder gefunden, um ihn endlich das Handwerk zu legen. Und auf Mount Dingjun herrscht wohl eine Menge schwarze Magie. Das heißt, er wird da wieder eine Zeremonie machen. Aber wir wollen ein Ende zu seiner Zauberei bringen. Und mit unserem Geiste sind wir jetzt dabei, ihm das Handwerk zu legen. Ja, ja, genau. Hier sind sie wieder sehr enthusiastisch daran. Sie wollen ihm endgültig das Handwerk legen. Ja, für Gerechtigkeit. Mit Ehre, genau. In den Kampf. Sollen wir eigentlich auch was sagen? Ich weiß nicht. Lass uns einfach raus hier und kämpfen. Ja, so sehe ich es auch. Und Lord Sun Quang ist gefangen genommen. Und der soll natürlich jetzt gerettet werden. Gerettet. Und da schauen wir jetzt mal. Iron Hoops. Also Eisenhuler Hoops. Da bin ich auch mal gespannt. So, wieder ein paar Missionen. Und dann kann es jetzt endlich wieder losgehen. Wenn denn der Ladebildschirm will. Er will. Und da seht ihr schon, ein großer Berg wartet auf uns mit, ja, mit sehr schönen Gebäuden. Das müsste aus einem anderen Spiel von Koei sein. Wenn ich mal auf den Namen kommen würde. Bladestorm, genau, Bladestorm. Das ist es. Das ist es. Und wir müssen Jeanne d'Arc retten. Niemand geringeren als das. Schwupp. Also anscheinend sind ihre Leute unter der Macht der Zauberei geraten. Wir kennen das ja schon mit der, dass er einfach Leute kontrolliert. Das mag der. Der alte Sack. Einfach mal Leute für sich kämpfen lassen. Komm, du Schwein. Sehr schön. Oh, der Affe. So, wir müssen zum Berg. Das heißt, wir müssen wohl hier lang. Und ja, dann schalten wir mal durch mit den Leuten. Hallöchen. Ich meine, sie zeigt kämpferisches Talent. Ist zwar sehr leicht bekleidet, aber das heißt nicht, dass sie keine gute Kämpferin ist. Vielleicht bedeutet es, dass sie umso besser ist im Kampf.
Und hier fährt wieder ein Zug vorbei. Ich wohne ja direkt neben den Gleisen. Ich bin so gesehen der Pförtner. Und ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme hören werdet, weil der ganz schön laut ist. What the fuck ist das? Ah, noch so ein Faustkämpfer. Das mag ich. Bong! Was? Wie? Ist der gerade rumgerobbt? Das will ich gleich nochmal sehen. Wie cool! Ich bereue es echt, dass ich so wenig Leute hier gespielt habe. Die haben echt Stil. So, da hinten tummeln sie sich. Das heißt, wir können gleich unser Special wieder ausreizen. Wollen wir die Typen hier noch ein bisschen sammeln? Da hinten kommt er schon. Dann kann es ja... Ey! Sag mal, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hallo, John Dark! Und das sind ihre vermeintlichen Gegner gerade. Bitte kommt wieder zu Verstand, zur Besinnung. Ich will euch nicht verletzen. Klock, das tut wer anders für dich. Schwupp. Einfach so getötet. Das ist... Die haben gerade all ihre Leute getötet. Und sie findet das super. Das kann ich nicht gutheißen. Und ich weiß nicht... Ah, unsere Special-Anzeige ist immer noch voll. Das ist gut. Dann können wir ja jetzt loslegen. Ich dachte schon, die hätten jetzt alles wieder leer gemacht. Einfach nur, um mich zu ärgern. So. Bom! Wie cool! Das ist mein Körpereinsatz. Ja. Wupp. Oh, wie der so entlang robbt, ist cool. Was? Och, jetzt muss ich ja hier lang. Aua! Aua, nicht in den Rücken. Immer in den Rücken. Dafür kriegst du jetzt ein Special auf den Kopf. So. Unfair kann ich nämlich auch. Genau, richtig. Das bedeutet so viel wie, hast du davon, nicht? Ja. So, dann wollen wir mal hier Gipfelstürmer spielen. Lassen wir mal all die Feinde hinter uns und wollen hier den großen Berg entlang. Aber wie? Da ist eine Brücke, okay. Wir müssen wohl drum herum. Ich dachte, hier kann man irgendwie... Nee, kann man nicht. Ja, dann laufen wir mal. Und da ist Magoichi Saika gefallen. Er hat dir etwas Zeit verschafft, aber für welchen Preis? Ja, nö. Hör mal auf, ich bin doch noch auf dem Weg. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, bevor ihr hier zu nahe kommt. Hi, genau. Ach du! Da laufe ich jetzt nicht runter. Jetzt, wo wir so wenig Zeit haben, erwartest du doch nicht, dass ich jetzt wieder ganz von vorne ankomme. Nee. Kuku! Hallo, Herr Affe. Bom! So.
Ach, falschen geworfen. Schade. Klonk. So, Affen verprügeln. Hätten wir auch abgehakt. So. Ich überlege gerade, soll ich den da unten holen? Ich glaube, ich hole den mal. Der soll sich nicht so sicher fühlen da. Hui! Wupp. Du denkst, ich hätte dich vergessen, was? Überraschung, habe ich nicht. Klonk! Es läuft da nicht wieder runter. Und er läuft runter. Hui! So! Dann können wir uns endlich auf den Weg machen. Dann können wir uns auf den Weg machen. Dann machen wir uns auf den Weg. Denn das können wir ja. Und ich weiß nicht, sie macht, glaube ich, gerade nicht viel Schaden mit ihren Eisenringen. Aber ist aber besser als nichts. Wenig Schaden ist immer noch besser als kein Schaden. Was? Wie? Wo? Welch? Ach, da rechts ist... Ach du Scheiße, da ist ja einiges los. Heilige Scheiße, die macht ja doch Schaden. Will ich nochmal sehen. Oh, falsch getroffen, aber egal. Schaden ist Schaden. Und dann wollen wir mal to the rescue kommen. Und da hinten ist er... Ach du Schande. Ja, 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 ja. Also, ja, ja, ja heißt nein, nein, nein. Auf Japanisch. Sehr merkwürdig. Aber ich glaube, die wird mit einem fertig, aber der hier wird nicht mit dreien fertig. Deshalb hat das jetzt erstmal oberste Priorität. Nicht wahr? Ja. Und trampelt hier. So. Nochmal richtig draufhauen mit dem Special. Und dann haben wir das gleich auch wieder. Dann können wir Jeanne d'Arc helfen. Was auch immer die hier zu suchen hat. Diggeding. Sehr schön. Ist noch jemand übrig? Ich glaube nicht. Nee. Dann mal abgepotten. Ja, mach's gut, Kotaro. So, die werden wir einfach mal vernachlässigen. Wir wollen ja nicht, dass Jeanne d'Arc stirbt. Und ich glaube, die darf auch nicht sterben. Deshalb müssen wir umso schneller sein. Und wenn die uns sowieso nachkommen, ist mir das sehr lieb. Dann kann man die alle auf einen Schlag... Okay... kommen doch nicht nach. Die wollen eher da hinten die anderen zu Pump hauen. Ja, aber ich glaube, jetzt hat Jeanne d'Arc erstmal Hilfe nötig. Und das machen wir. Natürlich, wir sind ja ehrbare Samurai und dergleichen. Oh. So einfach geht das. Und jetzt können wir wieder helfen. Kuckuck! Ach du schon wieder? Wie? Was? Noch mehr Zauberei? Aua! Wir müssen aufpassen, dass sich Jeanne d'Arc nicht zu sehr reinhängt. Denn das kann böse enden. Deshalb Feuerball. Warum auch immer die das kann. Aber, ja, Feuerball klingt doch eigentlich ganz nett. Damit kann man jedenfalls was anfangen. Oh, hier ist eine Menge Zeug.
Sehr gut. Lass mich durch! Ich muss einer Blondine helfen. Nö! Obwohl, vielleicht ja, wenn du gegen niemand anderen kämpfst, bevor du gegen mich kämpfst, dann bin ich dein nächster Gegner. Aber jetzt gerade nicht. Jetzt müssen wir erstmal wieder einen Affen verprügeln. Ein Zauberaffen. Der! Kalaladadadadam! Kladderadatsch! Du bist ja immer noch nicht weg. So, jetzt aber. Einfach mal wie so eine Wildsau rumbrüllen. Und ich glaube, der hat dieselben Klauen wie der Vorgänger dieser Ding fängen, glaube ich. Na, weicht nicht immer aus. So. Sehr schön. Ja, ist ja gut, ihr rückt vor. Das ist sehr schön. Dass es sehr entgegenkommt, wenn ihr entgegenkommt. So. Nochmal ein bisschen Musu. Sehr schön. Und da kommen auch schon die nächsten. Da hinten. Da hinten. Aha, da ist auch wer in seinem Einfluss. Zwei. Wenn man niedergetrampelt. Vielleicht kommen sie dann zur Besinnung, wenn man ihnen ein bisschen auf den Kopf rumtrampelt. Wow. Dankeschön. Boom, Feuerball. So, war da noch einer? Nee. Nur hier drüben. Ach, das geht ja ruckzuck. Ich muss mich entschuldigen, dass ich vielleicht nicht so viel rede, weil ich kämpfe gerade gegen eine Grippe. Also im Spiel kämpfe ich gerade gegen Schlangenmenschen oder was auch immer das sein soll. Aber hier vom Bildschirm kämpfe ich gegen eine Grippe. Und ich werde mich nicht so einfach geschlagen geben. Nee. Nur kann ich halt irgendwie nicht so viel reden wie sonst. Was euch sicher auch nicht schaden wird, wenn ich euch nicht zulaber. Bong! Bong! So, jetzt wollen wir wieder zu einem zweiten Berg. Ist das eigentlich immer noch ein Mount Denju oder wie der heißt? Oder ist das jetzt ein völlig anderer Berg? Aua! Wow! Also scheint so, als würde die Magie echt viele Leute hier beeinflussen. Ich kenne sie zwar alle nicht, aber sie scheinen besondere Leute zu sein. Der sieht aus wie so ein kleiner Panzer. Oder wie so ein Gürteltier. Ja, so ein Gürteltier irgendwie. Und die werden beim Leibe verbrannt. Am Lagerfeuer. Legge. Ja, vor Glow. Ach, da ist ja einer. Stimmt.
Na, wenn er es unbedingt will. Und schwupp. Aua. Au. Ich sehe Sternchen. Schwupp. Ja, ja. Natürlich ist das nicht das Ende. Und plopp. So geht das. So, mit Leichtigkeit. Dann bleibt nur noch einer über. Sieht jedenfalls so aus auf der Karte. Und den holen wir uns. Aber hallo, holen wir uns den. La, 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 la. Mal schön an den Schlangenmenschen hier vorbei. Das sollen, glaube ich, Schlangenmenschen sein. Ja, Entschuldigung. Und dann haben wir einfach mal ein Special raus. Um einfach mal eine Zeremonie zu stören. Ja, nö. Noch ist noch nicht Zeit für unseren Tod. Ist noch lange, lange, lange nicht. Na, wo ist er denn? Da ist er ja. Du lebst ja immer noch. Du lebst ja nicht mehr. Das ist wirklich nervig. Das finde ich auch. Deine ständigen Zeremonien, die sind echt nervig. Ja, was sie gesagt hat. Und er ist uns wieder entkommen, der alte Opa. Aber wir haben die Quelle seiner Stärke. Aha, okay. Haben wir jetzt den Affen? Es ist ein Sieg für die Ehre. Ja, ja. Ja, ja, du warst unter seiner Kontrolle, ist ja normal. Ist eigentlich wie bei jeder Folge. Sie sind so enttäuscht, dass sie kontrolliert wurden. Ach, jetzt willst du auch durch die Zeit reisen, aha. Ja, ja, um Magoichi Saika zu retten anscheinend. Aber das wird wohl erst in der nächsten Folge kommen. Ich schau mal, jetzt könnte vielleicht eine Sequenz kommen. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis dann.